So, das hier ist natürlich Natur pur. Eine kleine Wanderung für Herz und Kreislauf zwischen Mägdesprung und Alexisbad, direkt an der schönen Selke vorbei. Die Landstraße führt auch da oben vorbei. Aber ansonsten ist hier absolute Ruhe, beste Luft, beste Natur und hört einmal. Das ist Entspannung pur. Da kann man mal ein bisschen abschalten, da kann man sich mal ein bisschen ausruhen. Da kann Herz und Kreislauf wieder mal richtig schön Sauerstoff atmen und es ist einfach schön hier. Wunderschön. Natur pur. Auch mal die andere Seite. Also mehr kann man nicht verlangen. Kleiner Harzurlaub für alle, die meistens Freitag streiken und mit der Klassenfahrt möglich in die USA reisen oder noch weiter weg. Die sollten mal anfangen zu wandern und sollten mal unsere Landschaft und unseren Harz und unsere Heimat mal zu Fuß erkunden. Die sollten mal Vorbild sein. Und Freitag streiken in der Schule, das kann jeder. Das ist dumm, das bringt überhaupt nichts. Aber hier, auf Schusters Rappen. Mal eine selbstgeschmierte Schnitte, mal ein paar alte Schuhe und mal einen ganzen Tag draußen in der Natur. Und mal sehen, ob sie dann immer noch freitags Lust haben zu streiken oder eine große, weite Klassenfahrt machen wollen oder so sagen, nee, wir werden mal die heimische Natur erobern, wir werden mal unsere Mittelgebirge erobern, wir werden mal wandern, wir werden mal mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren. Das wäre mal was Vernünftiges. Meine Meinung. Okay, bis denn, ja. So, das ist im Selketal. Hinter Mägdesprung, Richtung Selketal. Etwas abseits vom Weg. Natur pur. Saubere Luft. Meine Lunge können tanken. Ich kann tief durchatmen. Muss ein bisschen laufen. Muss meine Lunge ein bisschen trainieren. Alles super. Optimale Gegend, optimales Wetter, nicht zu warm. Wunderschöne Natur. Ja, also hier ist es nicht verkehrt. Da hinten den sich entwickelnden Mischwald. Hier auch überall Mischwald, der jetzt überall wächst, wo die Fichten weg sind. Also die Natur. Ich blende gleich nochmal um. Dort überall Mischwald, der sich jetzt bildet. Die Natur regeneriert sich selbst. Die toten Fichten dort hinten und der Mischwald, der dann neu wächst. So. Die Natur oberhalb vom Selketal. Ruhe. Mischwald, der überlebt. Oh, die Fichten sterben ab. Aber Mischwald, selbst hier oben, direkt auf dem Berg, der Mischwald wuchert und wächst sofort da, wo Lücken von Fichten oder umgestürzten Bäumen aufgetreten sind. Also der Harz überlebt, da braucht sich keiner Angst machen, oder zu sagen, es ist ein Klima, die Welt geht unter, der Wald stirbt, wir haben keinen Wald mehr. Der Wald verändert sich, so wie alles sich verändern muss, wenn das Klima sich ändert. Und das haben unsere Vorfahren schon tausende Mal geschafft. Also,
nicht verrückt machen, anpassen an die Natur. Wer sich an die Natur anpasst, der überlebt auch. Da muss nicht geheult werden oder freitags gestreikt werden. Man muss sich anpassen. Ich muss mich an meine Gesundheit auch anpassen, dass ich nicht mehr so kann. Also muss ich öfters mal wandern gehen, meine Lunge trainieren und dann halt alle paar Meter mal stehen bleiben und ein bisschen durchatmen. Aber ich komme auch dahin, wo ich hin will. Nicht in der Zeit, die ich früher gebraucht hätte. Aber ich komme dahin. Ist nicht zu ändern, damit muss man leben. Aber ich finde, die Natur hier ist wunderschön. Und auch dieser Baum hier wird beim nächsten Wind, beim nächsten Sturm umfallen und der Borkenkäfer hat schon volle Arbeit geleistet. Der Stamm ist tot. Und weiter unten lagen auch viele Holzstücke angekohlt. Also da muss irgendwann mal ein Blitz eingeschlagen sein. Hier sind auch Brandspuren, wie es aussieht. Also hier hat wahrscheinlich auch mal Blitz eingeschlagen. Und dann hat es den Baum umgehauen. Denn das sind deutliche Brandspuren. Das sind Feuerspuren. Das ist die Natur. So. Jetzt werde ich mich hier noch 5 Minuten ausruhen und dann geht's weiter. Ich will wenigstens mal ein paar Pilze sehen. Mal gucken, was ich finden lässt. Puh, jetzt bin ich erstmal ein bisschen raus aus dem Märchenwald. Ja, also nicht schlecht. Und wenn irgendjemand der Jugendlichen noch nicht weiß, was er lernen soll. Also ich kann nur eins empfehlen, was wirklich richtig, das ist eindeutig und das sieht man, das spürt man, das ist, da kann man gar nichts falsch machen. Leute, geht zur Bahn. Ich kann euch nur sagen,